Und damit herzlich willkommen am Dienstag bei den Farming Nerds. Ja, wir haben ja gestern schon angefangen, ordentlich Geld zu verdienen. Diesmal ist es bei Flo, der hat ja die Silagebunker hier voll und der Preis ist gut. Und deswegen haben wir im Rahmen der Nachbarschaftshilfe gesagt, alles Klärchenbärchen. Wir fahren erstmal alles weg, was Geld bringt, damit man auch gut was dran verdienen kann. Des Weiteren ist auch bei Bonkers Hilfe unterwegs. Da ist nämlich die Heidi hingefahren. Wir sehen es jetzt auch gerade, die beiden mähen und legen hinterher eine Schwarz und dementsprechend am zweiten Tag volles Haus, die Truppe ist wieder komplett und mit dabei die Heidi, der Flo, der Bonkers und der Tobi. Hi! Hallo! Hallo! Ist das Geräusch, was ich am liebsten höre bei Bonkers. Ja, tatsächlich. Ja. Der rastet halt immer so aus, der Traktor, wenn man lenkt. Also ich dachte, der Bonkers. Das auch. Muss ja alles passen hier. Das Konzept. Was nicht passt, wird passend gemacht. Genau. So, mit dem nächsten vollen Bunker. Nächsten vollen Bunker ist auf dem Weg zum Geld verdienen. Nice. Ach ja, übrigens, Jungs, ihr wart ja letzte Woche fliegen. Ich frage mal in die Runde, fangen wir mal mit Bonkers an, wie war's denn? Hat Spaß gemacht. Wir haben ein paar schöne Missionen gemacht, also hauptsächlich ging es da natürlich um Notfälle, die man beherrschen muss. Meistens ist halt irgendwas mit dem Triebwerk gewesen, da muss man das klären, ansonsten... Wie, da muss man das klären? Dann geht man dann auf Strecke vorne gewesen. Was und sagt, pass mal auf Triebwerk, wir hatten doch gesagt... Ja, dann rufst du erstmal an bei der Instandsetzung. Nee, also es geht dann prinzipiell darum, es gibt halt in diesen Missionen so Stellen, wo so ein Motor ausfallen kann, wo es besonders kritisch ist. Und da muss man das Flugzeug möglichst sauber runter auf die Piste bringen. Dabei zieht man natürlich nicht den Motor wirklich raus, sondern nur in Leerlauf und tut so, als wenn er ausgefallen wäre. Arbeitet die Checks ab und idealerweise landet man da, wo man gerne möchte. Das ist so eigentlich alles. Klingt komplizierter, als es ist tatsächlich. Ist gar nicht so schlimm. Ja, klingt machbar, weil du bist ja auch hier wieder, nicht wahr? Ja, davon bin ich bis jetzt auch ausgegangen. Ja. In der großen, weiten Welt unterwegs war Flo. Wo warst du denn diesmal? Mal wieder in den Vereinigten Staaten. US und A, Mensch. USB. Bei uns ist zum Glück alles heil geblieben. Triebwerksmäßig. Und wir hatten auf dem Rückflug, das war ziemlich nice, 170 Knoten Rückenwind, sodass wir mit 650 Knoten Groundspeed zurückgeflogen sind über den Atlantik. Also, ja, für die, die sich mit Knoten nicht so auskennen, wie viel ist das so ungefähr in km/h? Also 1200. Und ein paar zerquetschte. Nicht schlecht. Ja, da geht der Flug dann schnell rum. Und da hat man dann Mitleid mit den Leuten, die andere Richtung fliegen, obwohl die ja dann meistens ein bisschen weiter nördlich oder südlich fliegen, sodass sie nicht direkt da an dem Jetstream drin sind. Aber das ist schon cool. Jetstream hat sicherlich jeder von euch schon mal gehört. Das ist ja das Gleiche, gibt es ja auch nochmal im Meer quasi. Wo dann so Meeresströmungen unterwegs sind. Das ist schon geil, was das für Effekte hat auf manche Arbeitsplätze. Arbeitsplätze mit einer furchtbar guten Aussicht übrigens. Oh ja. Tja, und ja, Heidi, wir haben letzte Woche hier geackert, wa? Genau. Einer muss ja. Ja, naja. Nein. Ich habe aber gehört, dass der BER schon in Betrieb war, oder? Ach. Ja. Echt, da hast du von gehört? Ja, ich von gehört, aber ich glaube, du kannst da mehr von erzählen, Flo. Ja, das ist quasi taufrisch. War heute noch vor der Arbeit hier auf der Landwirtschaft als Komparse da, mir das mal anschauen. Damit ich später, wenn der offen hat, nicht erstmal so orientierungslos herumirre. Wenn du noch weißt, was passiert, wenn der mal offen hat. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Aber, also ich muss sagen, trotz der paar wöchigen Verspätung von ein paar Wochen,
Sieht ja noch ganz modern aus. Also dem Wo Einzigen, kommst du denn her? was ich jetzt gemerkt habe, ja, also das sieht man dann vielleicht, wo ich gerade rumgeirrt bin, die letzten 5 Minuten. Aber also das Einzige, dem ich so ein bisschen nachweine, was man jetzt zu schätzen merkt, ist die kurzen Wege von Tegel. Ich habe ja gegen Ende immer so ein bisschen geschimpft, weil also die kurzen Wege waren ja dieselben in Tegel. Aber das war halt einfach viel zu voll, ne? Also jetzt vor dem C-Wort war das besonders schlimm. Viel zu eng, viel zu klein alles und dann eigentlich mehr geschimpft. Aber jetzt merkt man doch, was man an den kurzen Wegen hat. Also da am BR, wenn du da ein schlechtes Gate erwischt, von der Distanz, da läufst du schon ein bisschen dann. Krass. Und sonst lief alles reibungslos oder gab es da dann auch irgendwie Stress? Ich meine, Nee. BR und reibungslos ist halt so eine Sache immer. Nee, das lief eigentlich ganz gut. Das war jetzt auch schon, die machen ja, glaube ich, seit 3 Monaten Probebetrieb oder so. Außer dass der zweite Flug, man hat ja so zwei Flüge so simuliert mit Abflug und Ankunft. Der zweite hatte dann natürlich Verspätung schon 15 Minuten. Und das war nicht gespielt, sondern reell, weil die. Also man steigt dann, ist dann in so Reisebusse eingestiegen, die übers Vorfeld gefahren sind und dann wieder angekommen sind irgendwo. Und die Anzahl der Reisebusse war auch begrenzt und da hat sich dann wohl tatsächlich irgendwas verspätet im Betriebsablauf, so dass dann der zweite Flug 15 Minuten delayed war. Und dann dachte ich, ja, haben sie ja, also die Simulation war quasi perfekt. Realistisch. Ja. Nicht ganz so gut wie Landwirtschaftssimulator, aber. Genau. Ja. Tobi? Oder jemand Ja. anders? Ja. Ich kann's nicht. Ich lasse ihn hier stehen. Okay. Was kannst du nicht? Na, dieses Schwaden. Spaß. Warum nicht? Dann würde es genauso aussieht wie vorher. Bloß ein bisschen. Er kann's halt nicht. Warte, ich komme Irgendwie vorbei. sieht nicht schön aus. Ist nicht so schlimm, wenn es nicht schön aussieht. Was muss man denn eigentlich damit machen? Sammelst du das bloß ein, oder? Genau, danach sammelt man es dann ein. Du kannst es aber nur richtig einsammeln, wenn es in der Reihe schon liegt. Ansonsten haben die Maschinen damit Probleme. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt geht sonst. Ja, Und ich glaube deswegen auch, es muss das geht halt so schon, nachschauen. aber fährst dich halt zum Schänzchen, ne? Ja, das macht ja keinen Sinn, wenn ich das. Das muss schon jemand ordentlich machen. Kriegt ihr das denn geklärt? Ja, ne? Moment, ja, keine Sorge. Ich hab's Komm mal abgestellt her. und kann jemand anders machen. Ist doch prima erklärt. Eben, genau. Du sagst Bescheid, wenn du es nicht mehr brauchst. Jo, Dankeschön. Bitteschön. Boings, und schon hängt er fest. Ich müsste mal timen, womit man schneller ist, jetzt mit dem JCB oder mit dem Raupenpfennig, weil so auf den Steigungen verliert man schon ein bisschen Zeit. Dafür bist du halt auf den Geraden Aber wie schon schnell ist denn fast der in der schneller. Steigung? Na, 20? Der Raupenpfänd? Der zieht durch. Mit wie viel? Ja, 40 fährt er auch nicht, aber Ja, musst du ja entscheiden. ja, mach ich auch. Ich Gut. guck mir das jetzt nochmal an, genau. Wechsel mal den Traktor. Und let's Also was ich übrigens empfehlen kann, ist, wenn du bergauf fährst, den Tempomaten einzuschalten, weil der Motor dann nochmal höher dreht. Hat echt? Ja, ist bei mir auch so. Wenn Tobi den Tempomaten einschaltet, dann dreht er auch höher. Ich drehe dann höher, ja. Genau. Und das waren der jetzt. Nee, tatsächlich, ist echt so. Also ich Aber bin das ist bergauf beim. schneller, wenn ich den Tempomaten einschalte. Weil nachts ist kälter als draußen. Nee, du hast irgendwie dieser Realismus-Mod, der nimmt dir vom Gaspedal, also quasi deiner W-Taste, nimmt er dir 15% weg. What? Also das ist das Schummeln, was du machst mit Tempomat.
Nein, das kann man so nicht sagen. Ich wollte aber tatsächlich sagen, bei meinem Auto, die Karre beschleunigt teilweise auch schneller mit Tempomat im Vergleich zu, wenn ich das Gaspedal bis zum Boden durchdrücke. Also, das hat mich auch schon immer gewundert. Vielleicht hat das Auto auch einen Realismus-Mod. Ja, ja. Ist jetzt voll innen irgendwie. Vor allem musst du mal beim Auto den Realismus-Mod einschalten und dann vorne durch die Scheibe gucken. Voll geile Farben, echt ey. Voll realistisch. Ist besser als FS20, sagt man. So, der rechte ist leer. Was ist der rechte? Der rechte, das rechte Silo-Dingsi. Echt? Ja, komm, ich habe jetzt nur noch 16.000 Liter bekommen. Ja, dann nimmst du aus dem anderen noch was und dann reicht das. Oder willst du jetzt schon an? Du hast es ja schon drin, oder? Ja, ja. Dann nimmst du aus dem anderen noch eins und den Rest können wir... Oder? Ich weiß nicht, wie du willst es später machen. Ich weiß, mir ist nicht, egal. Viel, du... Ich weiß gar nicht, wie viel in dem anderen drin ist noch. Warte. Ist da nicht so viel drin, glaube ich. 99.000, 98, 97, 96, 95... Ja, danke. 90. '82 sind noch drin. Ja, dann mache ich noch. Das ist ja zu viel für zwei Fahrten. Dann mache ich noch eine dann und dann ist gut. Und dann warten wir wieder, bis es wieder sich aufgefüllt hat. Yes, sir. Dann ist, glaube ich, der Tag rum und dann kann ich euch den Rest der Woche behilflich sein. Ja, dann müssen wir erstmal gucken. Also es ist ja jetzt auch schon 18.30 Uhr. Müssen wir bei Bonkers gucken, wie es bei dem aussieht, was der noch braucht. Also ich brauche noch jemanden, der mir Schwaden legt. Ja, mach ich. Geilo. Der kannst du ja gar nicht. Du fährst ja noch anderthalb Runden. Dann machen wir das so. Ich mache jetzt oben in Kornau leer, überweist dir das Geld, wie eben gerade. Mhm. Und knister dann geradeaus durch zu Bonkers. Nice. Hi. Alrighty. So, Hauptstraße, rechts abbiegen, Blinker. Oh, Stoppschild. Habe ich leider übersehen. Oh oh, Anzeige ist raus. So, wenn ich jetzt im Tempomat den Berg hochfahre. Das ist doppelt so schnell auf einmal. Ne, ohne Scheiß, der geht bis 63 hoch. Ja, der JCB? Ne, Fendt. Und wenn ich aufs Gaspedal gehe, kann er die 63 nur schwer halten. Okay. Obwohl, jetzt bin ich aus der Steigung schon raus. Ach man, wie man es macht, ist nicht gut. Ja, achso. Eben habe ich mich... Ja? Ja? Erzähl du zuerst. Eben habe ich mich dran gestört, dass der JCB... so langsam den Berg hochfährt und jetzt störe ich mich dran, dass der Raupenfan so langsam die gerade Straße lang fährt. Irgendwas ist doch immer. Ja. Ich habe übrigens eine Frage in die Runde und zwar ist ein neuer Mod rausgekommen. Ganz klein, irgendwie 160 Kilobyte. Also es ist ja so, wir hören ja hier die Reifen nicht wirklich. Ja, und solche Großprofilreifen, wie wir sie haben, die machen ja, wenn sie zum Beispiel auf der Straße fahren, ein bestimmtes Geräusch. Die singen. Ja, ja, genau. Und dieser Mod, der bildet das ab. Also wenn du mit dem Ding schneller als, wenn du mit deinem Trecker schneller als 30 km/h fährst, dann fängt dieses Geräusch langsam an. Cool. Und das ist abgestimmt auf Pflegebereifung, Breitreifen, Normalreifen und sogar Raupen. Ach. Also dafür gibt es unterschiedliche Geräusche. Und da wäre ja die Idee, wir könnten es ja mal ausprobieren, ob der Server das verträgt. Aber das fände ich einen coolen Mod irgendwie.
Das machen wir wohl nicht. Ich einen coolen Mod dafür. Bitte was? Hab ein Wortspiel mit Fans gemacht. Ah, oh ja, oh, oh ja. Also das JCB, ich einen guten Mod. Oder Klaas, ist auch geil. Ja, also ich finde Klaas. Wenn wir aus, solange das nicht so laut ist wie die Gullis in Kornau, ist okay. Also das Schöne an der Sache ist, man kann wirklich die Lautstärken selber einstellen. Na gut. Die im echten Leben. Richtig, genau. Ja. Ja, der Junge ist aber auch unsagbar schnell. Wer? Wie meinst du jetzt? Jetzt nimmt er mir noch die Vorfahrt. Selbstverständlich. Na, Pop? Tobi? Ja, hier im Schilf. Ich fahre ja beim Händler jetzt vorbei auf dem Weg nach oben. Ja. Mit dem Graspellets hat ja nicht so richtig funktioniert. Ja. Meinen Wiesen. Jetzt hatten wir ja überlegt mit Ballen. Ja. Was nehme ich denn da? Nehme ich da eine Ballenpresse, die gleich wickelt? Das kommt drauf an. Also das Problem bei den Rundballenpressen bei dir an den Hängen wird sein, dass sie die Ballen wegrollen. Also ich... Dann weißt du aber, wo du sie suchen musst. Ich würde eine ganz normale nehmen. Eine ganz normale Ballenpresse. Dann würde ich eine ganz normale Wickelmaschine nehmen, also mit denen du hinterher Silageballen draus machen kannst. Und also das würde ich eher machen. Na, und dann muss ich noch einen Ballen wagen. Das ist ja... Puh. Ne? Ja. So, Flo, Geld ist angekommen. Ja. Arigato gozaimasu. Ja, immer gerne. Gesundheit. Also, vielen Dank für die Hilfe. Hat er schön aus Amerika mitgebracht, die neuen Boote. Seitdem der Flo regelmäßig nach Amerika fliegt, kann der perfekt auswärts. Fliegst du eigentlich nochmal Richtung Asien oder ist da erstmal nichts? I don't know. Perfektes Asiatisch. Ja. No. Doch, aber ist schwierig zu bekommen, die Touren auf meinem Flieger. Ah, hör doch mal. Ja. Flieg doch mit den Enten. Endlich Feierabend. Endlich. Ein Wortspiel. Oh Gott, ich hätte glaube ich nicht damit anfangen sollen. Allerdings. So, ihr Lieben, das war am, ja, bei uns in-game Dienstagabend die Farming Nerds für den Dienstag. Wir haben echt viel geschafft und locker fast 200.000 Euro eingenommen, ne? Ja. Ja. Liegt heute alles noch auf dem Acker. Nicht schlecht. Heidi ist auf dem Weg, wieder ganz schön viel Geld auszugeben, weil so ist der Kreislauf der Dinge. Nicht wahr? Und jetzt bin ich aber immer noch nicht weiter übrigens. Ne? Ach so, danke. Wie jetzt? Also, wo geht's denn? Mit der Beratung. Ja. Beratung, die war sehr schlecht. Halt doch mal schnell an hier. Es wäre schön, wenn Sie danach noch in der Leitung bleiben, anhalten, um die Beratung in zu mich bewerten. Reinfahren. Genau. Nein, nicht über den Zaun fahren. Hm. Na, dann versuchen wir da wieder rauszukommen. Das ist schwierig, das weiß ich aus Erfahrung. Nein, aber ich habe einen anständigen Traktor. Sie hat es geschafft. Oh. Ja. Naja, gut, ihr Lieben, Impressum bonkers. Jo, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gern einen Daumen da, ein Abo, wenn nicht schlecht. Und wenn ihr Tipps habt oder Kritik, einfach in die Kommentare schreiben. Übrigens, ein Abo schützt vor Corona. Jetzt abonnieren und sicher sein. Genau. Das ist ja geil. Na Juti, dann also www.keinegewehr.de. Richtig, ganz genau, keinegewehre.de. Und ja, bis zum Bergfest. Also bis morgen. Tschö. Tschüss. Ciao.